Ja, Hallöchen Leute und willkommen zurück zu GTA Online. Wie immer mit dem Klappspaten am Start. Guten Tag. Und wir stehen hier gerade mitten in der Pampa rum. Wow! Alter! Assi! Du Assi! Der Jude Liberate. Alter, was macht der da unten? Weiß ich nicht, warte, ich geh mal gucken. Ja. Alles klar, so lassen wir den. Wieso stehst du auf einmal auf der. Hä? Hä? Beam Rockstar, ab. Muss das sein? Mein Auto ist weg, wo ist das? Das steht da hier unten. Hä, auf einmal ist es auf der anderen Seite. What the hell? Was ist passiert, ey? Stand die ganze Zeit schon da. Nein, bei mir nicht. Doch, bei mir schon. Oh, ist das geil. Nicht. Ich warte jetzt auf. Mein Auto qualmt, Alter. Ohne Witz, das erste Mal. Hör auf. Siehst du das Qualm? Oh, Junge. Ja, ich sehe das auch. Ich sag gerade noch, hör auf. Und dann fällt er einfach nochmal drüber. Ja, ich sehe das Qualm auch. Wie sieht's aus? Startet man eine Mission oder was hast du geplant? Ja, würde ich sagen. Ich tu mal gucken, wa? Ist der da gerade so assig reingefahren oder was? Ist der reingefahren? Ist der sauer auf mich? Ist der doof oder was? Mach ihn kaputt, Junge! Ich nehme jetzt die Mission, wir können auch anders. Das passt gerade zur Situation. Bam, bam! Geil. Weiß gar nicht, wollen wir schon sagen, was du diese Folge mal tun wirst? Nö, nö. Nö, okay. Ist eigentlich. Ja, eigentlich, während du das aussuchst, kann ich ja mal das erste vorlesen. Jo, mach. Alles klar, dann muss ich mich mal eben rumdrehen. Weil mein PC ist hinter mir. Ich muss mal eben das Mikro mitnehmen. Also, ein Fakt zum Thema GTA 5. Und zwar für die Stimmen der Gangmember in GTA 5 von Rockstar Games hat Rockstar Games echte Gangmitglieder gecastet, damit es so authentisch wie möglich rüberkommt. Echt jetzt? Krass. Yep. Also für die Leute, die das jetzt sich die Folge gerade angucken, mir hat er die Fakten vorher auch nicht vorgelesen. Das ist cool. Ja. Das ist echt nice. Das fand ich auch eine gute Idee auf jeden Fall. Weil dieses Gespielte ist auch nicht so geil. Du rausgeflogen? Bin ich rausgeflogen? Ja, scheint so. Ich bin in der Mission. Hä? Bist du in dem Ladebildschirm oder? Ich bin in der Mission schon drin. Hä? Ich war gar nicht drin. Ich habe gar nichts gekriegt. Ich habe dich eingeladen. Aber ich habe nicht angenommen. Oh. Ja, ich war am Vorlesen, Digga. Moment, ich gehe nochmal raus. Geht das überhaupt? Komme ich jetzt einfach hier aus der Mission raus? Jetzt kommt der Zug schon wieder angefahren. Lies mal das nächste vor. Ja, lest das nächste vor. Ich muss mal eben GTA Online verlassen. Läuft ja super. Das nächste fand ich richtig lustig. Da habe ich übelst gefeiert. Ich denke mal, beim zweiten Durchlesen oder Vorlesen werde ich nicht mehr so feiern, aber ich finde, das ist trotzdem wert, das hier mal vorzulesen. Seit 1934 existiert in Großbritannien ein Gesetz, das das Ungeheuer von Loch Ness, falls es existieren sollte, unter Naturschutz stellt. Falls es existieren sollte. Boah. Ich fand das so geil. Wie dumm, ey. Die Briten, ey, die Inselaffen. Das nächste ist, das betrifft uns beide auch. What the fuck? 35% des Datenverkehrs im Internet ist pornografischen Ursprungs. Das betrifft uns, was? Du 10, ich 10. Warum? Und der Rest, keine Ahnung. Ich kriege jetzt Einladung oder? Ich musste GTA Online verlassen und nochmal neu betreten. Ich muss jetzt erstmal eine neue Sitzung starten. Ach so, ja geil. Also du musst mir erstmal wieder hinterher joinen.
Achso, hast du denn. Bist du denn. Hast du, bist du denn. Ich bin in einer privaten Sitzung, ja. Achso, ja gut, dann joine ich mal eben. Jawohl. In der Zeit, wo ich joine, kann ich ja nochmal das nächste vorlesen. Moment, ich muss jetzt joinen. Moment, hier. Ruf Stylus. Laufender Sitzung beitreten. Ja, ich möchte laufender Sitzung beitreten. Geil! In Frankreich ist es verboten, einem Schwein den Namen Napoleon zu geben. Okay. Warum? Weiß ich nicht. Ganz. Oh, wie dumm, ey. Ja. Und das letzte, da habe ich gerade eben gefeiert, da war es auch bei, als ich mal so einen kleinen Moment aufgelacht habe. In der Türkei gibt es eine Stadt, die Batman heißt. Oh, ich bin gerade am Gehen, Alter. Na, fährst heute nach Batman? ich fahr heute zu Batman. I'm Batman. Bist du gar nicht. Arschloch. Ich muss mir mal eben Socken anziehen, ich krieg kalte Föte. Zieh dir mal Socken an, ey. Ich war ja gerade. Ich riech das bisher her, ey. Ich war duschen, kann gar nicht. Geil! Das ist übrigens der Alpha hier, einer der neuen Fahrzeuge, die wir uns noch zugelegt haben. Romeo? Nee. Ja, ich hab mir den. Moment, ich muss das Mikro mal wieder Richtung Fernseher schittellen. Schittellen? Ja. Können wir dann, oder? Ja, das waren denn so 5 Sachen. Ich stissel mal bei dir mit ein. Jo. Das waren jetzt so 5 Sachen, die. Ja, wir wissen noch nicht, ob wir das jede Folge machen oder ab und zu mal. Wo wir mal einfach so was Schwachsinniges vorlesen. Kannst ja mal gucken, ob du noch mehr Fakten zu GTA findest. Dies könnte man tun, ja. Weil wir immer GTA zocken, kann man ja mal gucken, ob man da ein paar GTA-Fakten findet. Ja. Was ja, denke ich mal, das alles noch ein bisschen aufrunden würde. Wieso fahre ich eigentlich im Gegenverkehr? Ja, frage ich mich gerade auch. Aber ist geil, fahr bitte weiter über diese Vibrierlinien. Kann ich mir den Controller schön, egal. Ich habe die Vibration, das ist immer das erste, was ich ausgestellt hatte, wo ich mir die Xbox gekauft hatte. Erstmal die Vibration ausgestellt vom Controller. Mich das übelst nervt. Echt? Ja. Mir fällt das eigentlich kaum auf. Naja, gut, ich habe immer ohne Vibration gespielt, weil es mich ganz am Anfang schon genervt hatte. Und ich Schwachsinn finde irgendwie. Und der Controller geht davon viel schneller, der Akku runter und nach. Nee. Naja, ich habe ja Akkus. Ja, ich auch. Da war wieder die Vibrierlinie. Ja. Fandst du es geil? Ja. Sehr. Geil! Ich kann ja mal meine erotische Stimme. Nee, die ist nicht erotisch. Die klingt eher, als hätte ich Lungenkrebs. Nee, hier, wie nennt man das? Speiseröhrenkrebs? Nee, keine Ahnung. Typen, die sich so ein Gerät an die. An den Hals halten und dann so. Pseudo reden. Und dann durch dieses Gerät halt diese Roboterstimme kommt, weißt du? Ja. Ja, liebe Kinder, raucht lieber nicht. Davon bekommt man. Boah, ich wollte gerade sagen, ey, da hab ich einen einzelnen Unfall gebaut, ey. Wäre ich mal selber gefahren. Ich war gerade stolz auf mich, dass ich die ganze Zeit gut gefahren bin. Und jetzt so was, ey. Ich muss sagen, der Alpha sieht echt edel aus. Ja, auf jeden Fall. Ich hol meinen gleich auch raus. Ah. Oh. Mann, ey, du Wichser. Also nicht du, sondern der Typ da. Wobei, ich hol ihn gleich raus und du Wich... Nee, warte. Lassen wir das. Da fällt mir ein, wir hatten ja gestern einen Besucher auf dem TS, ne? Ja. Da war doch auch eine Stelle, wo dieser Besucher etwas gesagt hat. Weißt du noch? Ja. Was war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Du willst da jetzt echt rein? Boah, du Junge! Was denn? Das sind... Boah, fahr! Ich wollte gucken, ob du noch aufpasst. Ja, sicher pass ich auf. Fahr weiter, das sind auch noch die Typen hier. Fahr die Fotzeplatte da. Hallo. Ja, genau, die Fotze meine ich. Warte.
Offa! Ja, sag das der Karre, nicht mir. Grove Street hier? Ja. Das war die Grove Street. Hallo, guten Tag. Hier links ist die Muckibude. So, ich würde mal sagen. Willst du einen Kilometer laufen? Ein bisschen mehr. Ich fahre ein bisschen über die Außen. Ja, über die Außen. Ja, hier stisseln wir mal aus. So sieht das aus. Dann nehme ich mein pinkes Traum-MG in die Hand. Und laufe bestimmt wieder irgendwo lang, wo ich überhaupt nicht drüber komme. Doch, da kommst du rüber. Da kommst du direkt zum Baller. Kannst du über den Zaun springen. Kommst du direkt zu der Karre. Da stehen drei Typen, die mir in den Arsch poppen wollen. Die Schweine. Aber da ist... Da sind auch... Action, MG, Alter. Nein! Da liegt noch einer. Fick den. Fick ich den halt. Ich hab da drauf geschossen, was ist dein Problem? Oh, ich brauch Snacks. Gib mir Snacks. Oh, komm bitte. Pikus, komm. Oh, jawohl. Wieso geht die nicht in Deckung, die Alte? Boah, Alter, was macht die jetzt? Hey, du sollst die Waffe nehmen, du Hure. Sohn. hinter dir. Gib mir aus dem Licht. Steig ein, Digga. Jo. Oh, da kommt jemand. Noobs. Die sind gegen Laterne gefahren. Vollidioten. Ja. Wir sind eh viel cooler. Nicht. Au. Au. Oh. Ja, wo sind die denn? Warte. Wo kommen sie? Ich überlege immer noch, was unser Besuch auf dem TS da rausgehauen hatte, ey. Ich weiß es aber nicht mehr, ey. War auf jeden Fall lustig. So viel kann man sagen. War auch wieder so eindeutig, zweideutig. Ja. Bam! Ich schaff's irgendwie nie hier vernünftig eins, obwohl, ist doch vernünftig. Interesting. Den Hinterrottel an. Plöpp. Voll der Spacko, ey. Ach ja, das war eine Aufnahme, ey. Legendär. War die jetzt hier, oder was? Nein, die... Warte mal. Ach so, die 33. Nee, 32. Folge. Die Feierfolge. Ja. Ich bin eigentlich gar nicht müde. Ich auch nicht. Aber ich hab irgendwie Pappmaul. Immer wenn ich duschen war, habe ich Pappmaul, wa? Zehnten am Zähneputzen und so. Geil! Nicht. Was? Umschlagplatz? Machen wir hier direkt noch was? Zugriff in Schnununu? Ah ne, 2 bis 4. Auch kacke. Na, wir haben noch ungefähr 7, 8 Minuten. Müssen das langsam mal hinkriegen mit den Minuten. Geht ja nicht, ey. Ständig Überlänge. Boah. Verfolgungsjagd, haben wir die schon gemacht? Keine Ahnung. Ach komm, mach mal einfach. Ich glaube, dass das 1 gegen 1 ist, aber man kann ja mal kicken, ne? Aber weiß ich gar nicht. Stand nee, da ich glaub ein, nicht. 1 bis 2 oder? Ja. Achso, ja gut. Stand da, ja. Sorry. Geil. Ja, wir können von mir aus. Von mich aus können wir losstisseln. Von dich aus? Jetzt. Okay. Boah, Alter, jetzt mach. Hast du wieder einen Flatterpopel oder was? Bisschen. Hol die Coquette, ich glaube, das haben wir schon mal gemacht. Egal, machen wir es halt nochmal. Wie der nicht klarkommt, der Typ, der hier an meinem Auto gerade vorbeigefahren ist. Warte, hey. Voll der Idiot, ey! Geil. Bam.
Nein! Vorbeigefahren. Idiot. Habe ich nicht zu dir gesagt. Oder doch? Also ich bin gleich da, wo bist du? Halt die Fresse. Nur mobben, der Typ, ey. Gar nicht wahr. Er mobbt mich eigentlich immer. Wenn wir in der Aufnahmepause sind, dann mobbt er mich immer. Der Lüchner. Gar nicht. Oh, das ist ein fahrendes Ziel. Och nee. Ich hab mich gerade gewundert, ey. Also ich bin gleich da. Wo bist du? Halt die Fresse. Au. Wer hat denn diese Hausecke hier hingebaut? Vollidioten. La 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 la. Ja, ich zeig den Zuschauern mal so ein bisschen die Gegend hier. Alles klar. Kann man ja auch mal machen. Nicht. Ich mach die Mission dann in der Zeit. Was für eine Mission? Ach so, stimmt. Warte mal. Ich hänge gerade dezent fest. Wieso hab ich jetzt die Bullen am Hals? Wieso hab ich jetzt die Bullen... Alter. Du klaust eine Karre, ich hab die Bullen am Hals, oder was? Wie bekloppt ist das denn? Rockstar, muss das sein? Doch, falls es dir nicht aufgefallen ist, ist es die Corvette, die wir klauen müssen. Ich weiß. Hast du doch schon geklaut. Was ist drin? Ich weiß. Soll ich mal reinpuppen? Ja, mach mal. Geil. So, jetzt die Scheiben hoch machen und die Heizung an. Bullen, sorry. Scheiben hoch und Heizung an. Boah. Damit sich das schön in das Interieur einbrennt. Boah, das hat Kumpel mal gemacht, ey. Oh, die Spinner, ey. Das hat Kumpel mal gemacht. Ich bei dem drinnen gesessen, der lässt einen ziehen auf immer. Auf immer macht er die Scheiben hoch. Es war Hochsommer. Er macht dir die Scheiben hoch, macht die Heizung an und macht volle Pulle, ey. Ich so, Alter, willst du uns umbringen oder was? Ja, ich muss auch zugeben, ich bin fast gestorben. Boah, Alter, war das räudig. Ey, was ist mit den Bullen los, Alter? Die sollen sich verbissen. Nein, ich bin umzingelt. Ja, ich bin im Arsch. Nicht furzen, nicht hupen, nicht rülpsen. Jawoll, Idioten. Du musst dich einfach in die Ecke stellen und Licht ausmachen, dann sehen die dich nicht. Mich haben sie. Echt? Ja. Dann locke ich sie mal weg. Alles klar. Na los, Gucci, 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 Gucci. Kommt schon, kommt schon. Ihr kriegt mich nicht. Oh, ihr war. Ich dachte, hab ich gerade ein Schweigen gehabt, dass das nicht wieder so eine Betonhecke war hier, ey. Ja, die Betonhecken. Weißt du? Gangmitglieder casten, aber Betonhecken hier reinballern. Ja, aber auch nicht alle, das ist das Merkwürdige. Nicht alle Hecken sind aus Beton hier. Das ist das Kuriose. Da waren bestimmt zwei unterschiedliche Typen. Der eine hat die so gemacht, der andere so. Der eine hat Wert auf Realismus gelegt, der andere hat sich gedacht, scheiß drauf. Ja. Hauptsache Crewmitglieder. Geil! Wie bin ich so schnell da hingekommen? Oh, bitte schrei mir nicht nochmal ins Ohr, Alter. Ich schrei gar nicht, ich rede ganz normal, Mann. Dann muss ich leiser stellen hier. Dann stell mich doch mal leiser, Junge. Geil! Boah! Mann! Was denn los mit die Weibers? Boah, nee. Scheiß die wandern. Ja, hier. Boah, nee, das ist echt ekelhaft. Ich hab die noch nicht gemacht. Ich hab mehr Geld gekriegt. Und boah, du bist so ein Ey. Schnauze. Versteh ich nicht, ey. Na gut, Leute. Ich bin nicht müde, Alter. Was ist hier los? Na gut, Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen und macht euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.